Eine Flüchtlingsunterkunft in Stuttgart-Rohr. Gudrun Nitsch ist pensionierte Lehrerin und kämpft seit 25 Jahren für die Integration von Flüchtlingen. Dazu gehört, bei den deutschen Nachbarn Berührungsängste abbauen und Kontakte vermitteln. Ich bemühe mich natürlich, Leute zu neugierig zu machen für diese Leute, die in diesen Flüchtlingsheimen wohnen. Weil ich, wenn ich weiß, aus welchen Krisen, aus welchen Kriegsgebieten diese Menschen kommen, und dann möchte ich ihnen das Leben hier schon ein bisschen erleichtern. Jede Hilfe ist willkommen, ob bei Arztbesuchen, Ämtergängen oder Nachhilfeunterricht. Gudrun Nitsch wirbt dafür in der Umgebung des Flüchtlingsheims. Und sie motiviert immer wieder neue Lernpaten für die Hausaufgabenbetreuung der jungen Zuwanderer. Die Sprache ist sehr wichtig, um kommunizieren zu können. Also ich stelle sehr erfreut fest, wenn ich komme ja oft auch hier in das Haus, wenn Leute rauskommen und sagen, guten Tag, wie geht es Ihnen? Und das nimmt auch ein bisschen die Scheu bei den Nachbarn. Uschi Dahlhäuser war früher als Sozialarbeiterin in Flüchtlingsheimen tätig. Seit 25 Jahren beobachtet sie den unermüdlichen Einsatz von Gudrun Nitsch. Es ist natürlich nicht leicht, wenn ein Flüchtlingswohnheim in ein Wohngebiet gebaut wird. Aber auf jeden Fall unermüdlich versucht sie, die Widerstände gegen das Flüchtlingswohnheim hier abzubauen. Und es gelingt ihr. Und das ist das, was ich an der Frau Nitsch sehr bewundere.